Hallo und herzlich willkommen zurück zu The House of Da Vinci 3. Hier ist Sabine die Cat und wir spielen das Kapitel 8 Castel del Monte. Viel Spaß! It seems the elevator lifted is into a store, which was once used to supply the whole kingdom. But I noticed some old documents here as well. I'll try and look through them, and maybe I'll find something useful. Giacomo, you should use the time to find a way to the other side of that door. So, Castel de Monte 1508. Ein Aufzug brachte mich und Leonardo in das Herz des Ordo Justitalis, das geheimnisvolle Castel del Monte. Die Aufzugsplattform kam in einen Raum zu stehen, der anscheinend als Lagerraum genutzt wurde, aber zurzeit verlassen ist. Leonardo fing an, einige alte Dokumente durchzusehen, die er interessant fand, und so fiel es mir zu, den Weg nach draußen zu finden. Wir schauen uns hier mal die Tür genauer an. Rechts können wir den Ziegelstein rausschieben, den dunklen. Dann benutzen wir das Oculus. Sehen, die Tür ist verriegelt. Gehen hierher zu der Schraube. Look, Giacomo, the stolen time machine really ended up in the courtyard. It is so close, but getting through the grating won't be easy. If we were able to somehow... The machine is well guarded. But I'm surprised they built it vertically. But I might have an idea why. They will need to mix the fuel for the machine similarly as I did in Badia Fiorentina. But here with the tanks above the machine, they let gravity do most of the work in transporting the liquid. It is also important for the machine to turn quickly, and they need an engine for that. Oh, I see. It's right under the makeshift roof on the right. It seems they took the boiler from my workshop. Split up. I will go to the roof and find a way to those tanks above. I remember well how to mix the fuel right and what to do if something unexpected happens. I doubt the Order solved these problems on their own. Meanwhile, you, Giacomo, will enter the courtyard and light up the boiler. After all, you already did this once. But what about the guards? We'll have to improvise. If it comes to worst, I will distract them from above. Either way, you'll have to act fast. Now, we need to get to the roof. In the back of this room is a stairway which should lead us directly to the roof. And the controls for this gate should be right above us. But I do not see any door that will lead us there directly. Well, we'll see when we get in there. Wir gehen jetzt nicht durch diese Tür.
Wir wollen ja das Tagebuch vervollständigen, das Skizzierbuch. Wir zoomen hier rein. Es gibt hier nämlich einen Bug. Die Seiten bleiben leer, aber wir werden trotzdem versuchen. Das Spiel erkennt das. Die Seite bleibt zwar leer, wir zoomen hier einfach mal zwei, dreimal rein und raus mit Oculus, ohne Oculus. Und ganz zum Schluss, wenn wir im letzten Kapitel sind, wird das trotzdem anerkannt. Gehen wir hoch. Die letzten Errungenschaften, Archivar, und wird erst beim letzten Kapitel dann freigeschaltet. Also keine Panik schieben. Es kommt alles mit der Zeit. We'll get no further without a key. Let's try that door over there. Wir drehen uns gleich nach links rüber. Hier ist ein Schalter, den legen wir um. Dann geht es einen Stock höher. Zum Käfig hier. Das drehen wir 180 Grad nach links. Dann können wir das herschieben und rechts herschieben. Wir kriegen ein sechseckiges Prisma, das fügen wir ganz oben ein beim Käfig. Wir müssen das Symbol vervollständigen. Das heißt, links braucht man einen Kreis. Dann ziehen wir das ganz oben nach oben. Gehen in die Mitte, öffnen den Käfig und holen uns den Schlüssel raus, den wir gleich Leonardo übergeben werden. Behind this wall is the mechanism that could be used to open the metal gate on the floor below. You won't get it from here. But don't worry, I have a solution. Here. The plan of the keep. I've marked the controls and sketched a way you could use it to get there. You should try using the gallery above the courtyard. That should help you evade most of the rooms, which will surely be full of guards. You should also be able to get there from the study we just searched. Did you notice the window above the bookcase? You must use it to get outside. Meanwhile, I'll get on the roof and take care of the fuel. If necessary, I'll buy you some time so you can get to the machine unnoticed. I'm sorry, Giacomo, but the main responsibility will be yours. I'd like to enter the time machine with you, but if anything gets in my way, you need to finish our quest at all costs. Here, take the amulet. Gut. Wir haben im Tagebuch. Leonardo gab mir einen Plan des ersten Stockwerks, auf dem ein Weg um die Gänge des Forts herum bis zum Fallgitter eingezeichnet war. Als wir uns verabschiedeten, gab er mir auch das Amulett, das der Schlüssel zum Tor des Tempels der Weisheit ist. Er sagte mir, ich solle auf jeden Fall durch die Zeitmaschine gehen, egal unter welchen Umständen. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Danach war ich allein in einem Raum des ehemaligen Arbeitszimmers von Friedrich II. Sein musste. Mein Ziel war es, zum offenen Fenster zu gelangen, damit ich mich auf den Gängen über dem Innenhof der Festung bewegen konnte. Aber ich konnte nicht anders, als gespannt darauf zu sein, mehr über den Gründer des Ordo Justitalis zu erfahren. Welche Geheimnisse liegen in seinem Arbeitszimmer verborgen? So, wir sehen jetzt, hier unten fehlt uns eine Jahreszahl. Wir nehmen mal den Rubin mit. Dann gehen wir in den Raum rein. Gleich mal vor.
Wir zoomen rein. Und dann sehen wir schon, hier ist die Jahreszahl jetzt drin. Wir merken uns die auch gleich. 1194. Gehen hier rechts rüber. Hier fügen wir den Rubin ein. Dann tut sich hier einiges. Wir gehen auch gleich hierher. Das kann man alles verpassen. Bruder, sein Leben in der Burg von Melfi legte den Grundstein dafür, dass Friedrich II. Ein pflichtbewusster, aber auch ein neugieriger Mann war, der leidenschaftlich nach der Wahrheit suchte und die Welt sah, wie es ist. Ich glaube, dass dein Fundament genauso gut gebaut wurde. Nutze diese Prüfung, um deinen Brüdern zu zeigen, dass sie stark sind. Lass dich von deiner Leidenschaft für Wissen leiten, und sie wird dir das erste von vielen Geheimnissen zeigen, die du als Mitglied des Ordo Justitalis mit deinem Leben schützen wirst, der Großmeister. So, ich fand eine interessante Nachricht. Dann gehen wir weiter. Hier hinten liegt ein Brief, gut verborgen. Lieber Freund, zusammen mit diesem Brief sende ich dir drei Geschenke. Das erste ist ein Falke. Er ist nicht der größte, aber sehr zahm und ein guter Jäger. Er ist für deinen Sohn Manfred. Möge er eines Tages ein so guter Falkner sein wie sein Vater. Das zweite sind mehrere Bücher, die von meinem besten Gelehrten geschrieben wurden. Ich bin sicher, dass du einige Antworten auf deine Fragen finden wirst. Das dritte ist ein bisschen spezifischer. Eine deiner Fragen, wozu sich Himmel und Hölle in Bezug auf die Position der Erde befinden. Das können weder ich noch die weisesten Astrologen in unseren Ländern beantworten. Was wir dir sagen können, ist, wo sich die Erde, die Sonne und Luna befinden. Wie sich der Lauf der Zeit auf die Positionen der kosmischen Objekte und Sternzeichen auswirkt. Ich habe sie dieses Oratorium erschaffen lassen, um unser Wissen zu visualisieren. Ich habe sie dazu gebracht, das Wissen darin einzuschließen, indem sie dein Geburtsdatum als Schlüssel benutzten. Deine Geburt im Zeichen des Steinbocks, nur wenige Tage vor Schütze, prädestiniert dich für Größe, und ich bin froh, dass du es bist, der auf dem Kaiserthron sitzt. Dein treuer Verbündeter Sultan Al-Kalmil. Gut, dann können wir zum Wesentlichen gehen. Nämlich hierher. Das ist ganz wichtig, dass man dann vorher alles, weil man kriegt es dann nicht mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt, wir können hier nochmal schauen, Friedrich II. Wir brauchen jetzt 1194. Dann müssen wir das Sternzeichen richtig einsetzen. Das heißt, einmal drehen. Jetzt wird's spannend. Das war mein absolutes Lieblingsrätsel, das mich in den Wahnsinn getrieben hat. Wir brauchen hier Steinbock und Schütze. Es gibt hier dann auch noch eine Errungenschaft, indem man die blauen Sternzeichen links macht und die rosa rüberkommt. Jetzt müssen wir aber die erste Mal sortieren. Hier können wir links, rechts schieben und hier können wir vor und zurück. Wir gehen einmal hierher. Dann eins rüber. Gehen nochmal eins nach links. Ganz nach rechts rüber. Dann gehen wir ganz nach links rüber. Eins nach rechts. Dann holen wir sich die drei blauen. Gehen nach links. Ganz nach rechts. Holen uns wieder die blauen zurück. Ganz nach rechts rüber. Dann wären die schon mal richtig.
Gehen nach links, wo die Fräse sind. Gehen nach rechts, holen uns die wieder. Einmal zur Mitte hierher. Ganz links rüber. Nochmal Mitte. Ganz links. Dann holen wir sich die hierher. Dann haben wir die schon mal beieinander. So, da gibt es jetzt eine Errungenschaft, wenn das Ganze so sortiert ist. Das heißt, es wurden Fehler gemacht. Jetzt nehmen wir die gleich mit und tauschen die einfach aus. Und dann haben wir auch das Rätsel gelöst. Holen wir sich das. Ich gehe aber jetzt nach rechts und schiebe den gleich mal in die Mitte. Das heißt, wir nehmen uns dann gleich das erste Buch mit. Eins noch. Das Sole Luna, dann schiebe ich es gleich in die richtige Position. Nochmal eins nach links. Und jetzt gehen wir zum Bild. Hierher. Da fügen wir den Hebel ein. Schieben wir das zur Seite. Der Raum war voll von interessanten Elementen und Artefakten. Nach dem, was ich in meinem Abenteuer schon erlebt habe, wäre ich enttäuscht, wenn ich in einem Raum wie diesem keine versteckten Geheimnisse finden würde. Ich brauchte keine Enttäuschung zu befürchten, als ich das Gemälde von Friedrich II. Zur Seite schob. Ich fand dahinter einen geheimen Bereich der Bibliothek. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich hier sicher einige echt biblische Schätze finden. Aber ich musste mich auf meinen Weg nach vorne konzentrieren. Blaues Buch. Blaues Symbol. Falkenmedaillon. Und dann gehen wir zurück. Ich gehe gleich mal zum Falken hier auf der rechten Seite. Das fügen wir mittig ein. Dann bekommen wir ein Glöckchen, das montieren wir beim Falken auf den Fuß. Drücken das rein. Dann bekommen wir eine Falkenhaube. Müssen wieder das Symbol reindrücken. Kriegen das zweite Buch. Venandi cum avibus. Und jetzt gehen wir zum Tisch.
gehen hierher. Das können wir jetzt aufdrehen. So, steht das jetzt hier auch drin? Nein, okay. Ich werde das vorlesen. Für unseren ersten Großmeister Friedrich II. Ging es beim Regieren nicht um einen göttlichen Auftrag. Er betrachtete sich als absoluten Herrscher, aber er wusste, dass Macht nicht nur ein Privileg ist, sondern auch eine Verantwortung. Er wusste, dass es der Wille des gemeinen Volkes war, der ihm ermöglichte, den Thron zu besteigen und die Krone zu tragen. Er sah es als seine Aufgabe an, Gesetze zu schaffen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Nur so konnten sich die Menschen sicher fühlen, nur so konnte er sie zufrieden machen. Und zufriedene Menschen bildeten eine solide Grundlage für seine Herrschaft und seine Krone. Wichtig sind jetzt Volk, Krone, Gerechtigkeit und Zufrieden. Wir benutzen das Oculus. Hier sehen wir nochmal die Symbole. Und dann gehen wir hierher. Wir fangen hier unten an mit dem Volk. Krone. Gerechtigkeit. Die Ehre steht hier. Die Getreideehre für Zufriedenheit. Und das Ganze machen wir jetzt hier rauf. Und eins nach links. Friedrich II. Verstand, dass seine Herrschaft ein Gleichgewicht bringen musste. Er konnte nicht einen der vier Stände des Reiches auf Kosten der anderen begünstigen. Die Bedürfnisse seines Volkes müssen in jeder Ecke seines Reiches erfüllt werden. Ich habe das absolut nicht lesen können, es tut mir leid. Jeder Soldat musste wissen, dass ihm genauso viel Gehör geschenkt wird wie jeden anderen, unabhängig von seinem Reichtum und Status. Gleichgewicht und Gerechtigkeit wurden zur grundlegenden Säule, die Friedrichs Reich möglich machten. Auch hier wieder können wir sehen. Und hier müssen wir jetzt einfügen, in jeder Spalte, dass das halt gleich ist. Das heißt, wir brauchen oben das Volk. So sieht man es besser. Die Waage. Die Ehre. Darunter gleich mal wieder das Volk. Links unten die Ehre. Die Krone. Die Waage und das Volk. Links unten die Waage, die Krone und ganz unten die Ehre. Und so haben wir dann die Symbole hier, hier und hier gleich. Letzter Hinweis. Auch bevor wir das Buch nehmen, müssen wir das hier hinten noch lesen. Dann ist es auch komplett. Der Weg der Weisheit, Sprüche 9. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Sie hat ihre 8 Säulen ausgehöhlt. Wer einfältig ist, der soll hier einkehren, sagt sie zu dem, dem es an Urteilskraft fehlt. Lass deine Torheit hinter dir und du wirst leben. Wandle auf dem Weg der Einsicht. Denn durch Weisheit werden sich deine Tage vermehren und deinem Leben werden Jahre hinzugefügt werden. Sucher der Erkenntnis, blicke auf zum Himmel. Die Worte Gottes werden dich, den Erbauern des Tempels der Weisheit, näher bringen, wohin das Tor führt. Gut, das haben wir auch hier. Dann nehmen wir das Buch. Lieber Augustalis. Fügen wir die Bücher hier ein. Mitte das Grüne. Und rechts das Rote. Und dann bekommen wir die Leiter. Die Leiter fügen wir jetzt ein. Wir haben sie schon richtig hergestellt. Rauf zum Fenster. Ganz wichtig, da ist noch ein Hinweis. Ich
Ich war mir nicht sicher, warum alle Rätsel und Hinweise in dem Raum nach und nach auf das Fenster hinwiesen. Aber als ich die Ziertafel sah, verstand ich es endlich. Auf der Plakette steht ein Teil eines Bibelzitats in Latein, der ganze Vers ist wie folgt geschrieben. So erstatteten sie den Israeliten einen ungünstigen Bericht über das Land, das sie erkundet hatten. Das Land, das wir erkundet haben, verschlingt seine Bewohner und alle Menschen, die wir dort gesehen haben, sind von großer Statur. Wir haben dort sogar die Nachkommen von Anak gesehen, die von den Nephilim abstammen. Wir kamen uns selbst wie Heuschrecken vor und so müssen wir ihnen auch erschienen sein. Das Zitat musste ein Teil eines Tests für Mitglieder des Ordens sein, aber warum ausgerechnet dieses? Nephilim, mythische Riesen, die der Bibel zufolge in Palästina umherstreiften, denselben Ort, an dem Friedrich II. Das Tor zum Tempel der Weisheit fand. Glaubte der Ordo Iustitalis Talis, dass es sie wirklich gibt? Gut, wir gehen raus. Schauen uns ein bisschen um. Und sehen, dass wir hier nicht weiterkommen. Wir nehmen wieder unser Oculus. Endlich kam ich aus Friedrichs Arbeitszimmer raus. Das ist der Ort, an dem Leonardo den Treibstoff für die Zeitmaschinen mischen muss. Er ist noch nicht hier, aber ich bin sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Schließlich muss auch er vorsichtig sein. Ich hatte keine Zeit zu verlieren. Ich musste einen Weg finden, wie ich mich ungesehen über den Gang bewegen konnte. Wir reisen in die Vergangenheit. Mitten ins Kampfgeschehen. Sind schon hier oben ist ein Wagen. Aber uns interessiert erst einmal, wie wir hier wegkommen. Da ist die Tür hier vorne interessant. Da gehen wir jetzt doch hin. Wir gehen hierher. Hier ist es. Brüder, in letzter Zeit habe ich ein ungutes Gefühl, dass etwas passieren wird. Es ist wichtig, dass jeder von euch unsere Prioritäten genau versteht. Wir müssen unseren Orden, unsere Geheimnisse und das Vermächtnis unseres ersten Großmeisters Friedrich II. Beschützen. Aber die wichtigste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unser größter Schatz, das Tor zum Tempel der Weisheit, nicht in die falschen Hände gerät. Koste es, was es wolle, der Großmeister. So, Oculus Perpetua zu benutzen, um durch die Vergangenheit zu bewegen, war eine gute Möglichkeit, den Wachen zu entgehen. Aber es hatte auch noch andere Vorteile. Ich konnte Zeuge eines Ereignisses werden, das der Auslöser für die Umstände war, die dazu führten, dass ich heute hier bin. Die Zerstörung des Tors zum Tempel der Weisheit. So, hier haben wir einen Brief drinnen. Das ist auch ganz wichtig, weil den kann man leicht übersehen. Ja, wir gehen da mal durch. Und wieder zurück. Wir gehen in die Gegenwart. Drehen uns hier rüber. Holen uns den Schlüssel raus. Gehen wieder zurück. Weil mit dem Schlüssel können wir jetzt die Tür links öffnen. Und dann geht's rauf. So, wir sind jetzt mitten oben am Kampfgeschehen und das sehen wir auch schon. Neben uns hat eine Kanonenkugel eingeschlagen, das fand ich... Nicht runtergehen! Also, laufen wir jetzt die Wendeltreppe hoch und runter, ist gut für die Fitness. Giacomo wird es uns danken. Eigentlich wollte ich nur die Kanonenkugel euch zeigen. Wir gehen gleich vor, bevor er wieder irgendwo anders hinläuft. So, wir brauchen den Wagen hier rüben, wo es raucht. Dazu brauchen wir zuerst Ersatzteile.
Ein Teil eines Rades. Dann drehen wir uns hier rüber. Das ist der kaputte Teil des Rades. Und das 2 Mach 1. Die werden wir jetzt reparieren. Verstärktes Rad. Und einfügen. Dann holen wir uns den Wagen rüber. Noch. So steht er gut. Dann gehen wir wieder runter. Feuer gelöscht und wir können jetzt weitergehen. Laut dem Grundriss, den Leonardo mir gab, kann ich meinem Ziel schnell näher. Vor mir lagen nur noch einige letzte Hindernisse, aber ich hatte nicht erwartet, wie groß eines von ihnen sein würde, wahrscheinlich Teil einer weiteren Prüfung des Ordo Justitalis. Wir gehen hier vor, schauen uns das oben an. Das fügen wir auf der Seite an. Abklatschen. Dann gehen wir zum linken. Da müssen wir jetzt die richtigen Farben erraten. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Dann kriegen wir einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir gleich darunter liegend das öffnen. Dann kriegen wir das erste Reliefteil. Wieder abklatschen, nicht vergessen. Dann gehen wir ganz links rüber. Da kommen wir jetzt zu einem Projektor, der zeigt verschiedene Farben an und wir müssen ein Bild daraus formen. Man kann das hier drehen. Das heißt, ich nehme mal oben rot. Falsch. Rot, grün und unten blau. Muss man schnell sein, weil die sind nur begrenzt sichtbar, die Bilder. Das heißt, oben rot, grün und blau. Dann brauchen wir blau, blau, rot und grün. Also blau, rot und grün. Und dann brauchen wir
Grün, blau und rot. Grün. Blau. Und rot. Dann bekommen wir das zweite Reliefteil. Wieder draufdrücken, nicht vergessen. Dann gehen wir hierher. Können hier Fäden durchzwicken. Wir brauchen auf der linken Seite den Spieler. Dann können wir das drehen. Dann brauchen wir hier unten den Prinzen. Hier brauchen wir auf der rechten Seite die Königin ganz oben und unten den Hofnarr. Oben müssen wir jetzt umstellen. Wir brauchen die Königin hier, dass die immer gleich sind. Also Spieler, Spieler, König, Königin. Dann können wir das wieder drehen. Wo das grün ist, da können wir das durchschneiden. Dann brauchen wir hier unten noch den den Henker und hier oben auch den Henker. Dann können wir den letzten Strick durchschneiden. Das nächste Reliefteil. Wieder Knopf drücken. Dann geht's zum letzten Rätsel. Wir müssen das Schiff hier sicher durchlotsen. Wir starten hier unten, erster Zwischenpunkt, zweiter und ganz oben der dritte. Das heißt, wir können hier die Pfeile einsetzen. Wir brauchen oben, rauf, links, rauf, links und schräg rechts. Und hier müssen wir dann ziehen. Selbe Spiel von vorne. Wir brauchen rauf, schräg rechts, rauf, die Schließe hier und einmal hinauf. So, dritter Teil. Wieder rauf. Doppel rauf. Links. Schräg rechts. Und links.
Kopierrelief. Jetzt gehen wir zur Tür. Können wir die Reliefteile einfügen. Stier. Wieder. Adler. Wie rot das wird. Und Löwe. Ganz wichtig. Our sentry spotted movement on the roof. Then what are you waiting for? I want the intruder in chains before I get there. Yes, sir. Als ich den Raum betrat, wusste ich sofort, dass der Wandteppich an der Wand irgendwie bedeutsam war. Ich spürte seine Magie, verstand, dass er wichtig sein würde. Aber gleichzeitig fühlte ich auch einen Hauch von Fremdheit, als ob er gar nicht von Menschenhand gemacht worden wäre. Das brauchen wir im letzten Teil. Also weit sind wir ja noch nicht. Wir sehen hier noch einen Haufen Zeichnungen. Gut, für uns interessant ist jetzt der allerletzte Brief. Damit müsste die erste Errungenschaft schon mal freigeschaltet sein. An diesem Ort der Wunder, tief im Tempel der Weisheit, gab es viele Gelegenheiten, Dinge zu sehen, die man sonst im Leben nicht erleben kann. Es gab so viel, was wir von den alten Erbauern des Tempels, möglicherweise den Nephilim, lernen konnten. Aber egal, ob es sich um die mythischen Riesen aus den biblischen Geschichten handelte oder nicht, bei einer Sache waren sie sich auf jeden Fall sicher. Das Tor ist gefährlich und es ist besser, es zu zerstören, als es in die falschen Hände fallen zu lassen. Der Tempel der Weisheit beherbergte sogar einen Mechanismus, der seine Zerstörung herbeiführen konnte, wenn die Notwendigkeit dazu gegeben war. Jetzt, da wir den Tempel übernommen haben, wird ihr schrecklicher Plan nicht mehr gebraucht. Wir drehen uns einmal um. Hier ist der Hebel, den wir betätigen. Langsam gewöhnte ich mich an die Tatsache, dass Wunder nicht nur in Geschichten vorkommen, sondern auch in meinem täglichen Leben. Aber das Neueste übertraf alle anderen. Die bloße Berührung eines Lichtstrahls schuf ein Loch in der mehrere Meter dicken Außenmauer der Festung. So, die Briefe haben wir jetzt alle gesammelt. Es fehlen jetzt nur noch ein paar Skizzen. Kann ich mal durchschauen? Nach draußen. Wir müssen das mal verschieben. So, hierher. Wie gesagt, die Briefe sollten jetzt alle vollständig sein. Hier meine Schiene, die nehmen wir mit. Und die letzten Tagebucheintragungen und auch die sollten dann erfolgen im letzten Kapitel. Sobald das durchgespielt worden ist, werden die freigeschaltet. Ich glaube, das ist das längste Video seit The Frost Run, das ich gemacht habe. Aber ich wollte das unbedingt kapitelweise machen. So, und ab geht's mit uns. You have either the devil's luck, or Luca prayed for us to the Lord. Because the guards left without me having to do anything at all. Giacomo. We are only one step away from success.
First, light the boiler, just like you did in Badia Fiorentina. I'll do the rest by pumping the fuel into the machine when it's spinning. So, das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass wir den Kessel angezündet haben. Wir fangen an. Mit dem zweiten von rechts. Dem hier. In der Mitte. Den ersten. Den zweiten. Und dem letzten. Ich bin froh, dass wir den Treibstoff nicht mischen mussten. Das hat mich auch damals in den Wahnsinn getrieben, das Spiel. Das fand ich ganz schlimm. Sudden moves. One of my great passions is hunting rabbits, and they are, as I presume, quicker than you two. I guess there is no cause for all that excitement now, don't you think? Please wait, Duke. I'm sure we could somehow. One day you're up, the next you're down. I could write a book on this. But now is finally the moment. When I'll ascend to the stars, and you, sadly, move in the opposite direction. I'll tell you how this is going to play out. You will drop the amulet on the floor and slowly retreat. I will thank you for all the preparation you made on my behalf. And what's that? Oh, God damn it! Hold you through the weapon down. Drop the weapon. Don't play with us. Drop the crossbow. Drop it. Are you deaf? I will gladly cut you unless you drop it. I'm warning you. What are you waiting for? Go. Shoot him, you fools! So, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Kapitel. Tschüss.